Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, wir wollten heute die Quest mit Aphrodite beginnen, beziehungsweise die Statue finden. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit sie weg ist, aber ich habe mir gedacht, dass wir da zusammen hinfliegen werden. Ach so, da hinten. Och, ich sehe sie schon mit bloßem Auge. Ich bin ja auch wieder sehr intelligent. Ja gut, bis über die Brücke da hinten im Bereich werden wir noch rüberkommen. Da müssen wir den Rest halt eben zu Fuß hinter uns bringen. Ist aber auch nicht schlimm. Mal gucken, wie weit wir überhaupt kommen werden. Ah, ist aber doch schon einiges. Also seitdem wir das bekommen, also hier gekauft haben mit dem Singflut, war es, glaube ich. Nee, Singflut war das Rechte. Mit dem Beschleunigen hier beim Gleiten kommen wir doch ziemlich weit damit, muss ich sagen. Das sind Bären, okay. Okay. Schauen wir mal. Oh. Ach, das ist ein Eingang zur Unterwelt oder sowas, ne? Da möchte ich jetzt nicht unbedingt rum. Dann würde ich mich lieber mit den Bären anlegen. Weil, also was ich ein bisschen blöd finde, dass die immer wieder spawnen und immer wieder zurückkommen. Was aber irgendwo natürlich auch logisch ist. Weil, man ja sonst die Sachen nicht farmen könnte. Ist hier unten irgendwas? Da oben war gerade irgendwas. Da oben ist ein Bär. Der interessiert uns jetzt aber nicht. Ich glaube auch nicht, dass der jetzt hier runterkommt. So. Nein, was macht die denn? Hallo, du solltest beschleunigen, nicht loslassen. So, Göttin der Liebe. Ich denke mal, dass ich da wohl ganz hochkraxeln muss. Fangen wir mal hier an. Komm, hier hoch. Das Gute ist ja wenigstens, dass die Ausdauer sich wieder regeneriert. Ich hatte schon totale Panik anfangs, dass die sich entweder viel zu langsam regeneriert oder dass das gar nicht so vernünftig geht. Und ach ja. So, muss ich jetzt da hoch oder hat er mich jetzt nur hier rumgeführt? Eigentlich komme ich doch hier auch nicht besser hoch, ne? Da ist ein Vorsprung. Mal probieren wir es mal aus. Das müsste klappen. Nein, das ist los. So. Geh doch mal da hoch, Mann. So, dann gehen wir nämlich nochmal runter. Sammeln das blaue Teil. Also den Pilz. Irgendwas höre ich hier. Das kann natürlich sein, dass ich das jetzt höre. Weil da habe ich jetzt so nicht... Ach nee, das ist, glaube ich, der Eingang hier. Nee, Phoenix begegnete einem geflügelten Wesen, das einer Fee ähnelte. Die wahre Natur dieses Wesens würde sich bald offenbaren. Also? Okay. Was soll das sein? Was ist es? Phoenix muss das Wesen zuerst befreien. Als Phoenix das erste gefangene Wesen befreite, ließ es einen Schrei ertönen. Was bedeutete? Große Heldin, ich bin nur ein Teil von Nike, der Siegesgöttin. Bitte befreie die anderen, damit ich wieder zu vollem Glanz gelange. Ohne Nike haben sie keine Chance. Sie ist wie eine schützende Hand oder dieses Ding, das einen beim Rennen schützt, ein Helm. Ja, aber mir kannst du es doch jetzt sagen. Würdest du bitte meine Erzählstruktur respektieren? Was war denn das da hinten? Da hat es gerade irgendwie geblitzt. Okay. Ja, das heißt, ich muss jetzt hier mehrere von befreien, oder was? Drei Stück muss ich jetzt noch befreien, oder wie? Wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Ich meine, hier werden sie zwar jetzt nicht sein. Das kann man nicht aufheben, ne? Nee. Ja, komm.
So, ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich dachte eigentlich, dass ich jetzt hier auf den Fels hochgehen sollte und das erkunden sollte. Stattdessen kommt mir jetzt hier irgendwie so ein komisches blaues Elfenwesen oder sowas entgegen. Ja. Ah, Ambrosia. Das habe ich, glaube ich, gehört. Oder habe ich den Vogel gehört? Ich weiß es nicht genau. Oh, was ist das? Oh. Was war das? Das hörte sich an wie so ein Feuervogel oder sowas. Blitz aus blauem Himmel. Ehrlich gesagt würde ich gerne mal nachschauen, was das genau war. Haben wir jetzt erkundet die Region von... Ach so, ja, da brauche ich mich im Prinzip nur hinzustellen und dann hat er das aber schon angenommen, oder? Moment. Da ist was. Zeitrennen-Herausforderung. Irgendwo habe ich aber doch jetzt, oder ist das das mit dem... Nee, das Blaue war das jetzt hier, oder? Blitz aus blauem Himmel. Genau, das würde ich nämlich jetzt gerne verfolgen. Ach, hier vorne muss ich mich doch da hinstellen. Okay. Gut, dann machen wir das mal kurz. Kann ich da halbwegs bedenkenlos runter? Nee, dann würde ich sagen, ich werde jetzt offline mal eben von hier oben aus die Gegend noch so ein bisschen erkundschaften, weil von hier aus hat man, was ist das denn da hinten? Einen ganz guten Überblick und schneid euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich, ja, das meiste von hier aus erkundet habe und wenn wir dann gleich den Rest machen von der Quest. Bis gleich. So, also, ich habe noch ein paar Truhen, Ambrosia und so weiter gefunden. Au. Das sah jetzt irgendwie überhaupt nicht gesund aus, aber gut, zum Glück hat sie keinen Schaden genommen. Da hinten ist aber schon wieder was am Leuchten. Das konnte ich komischerweise da hinten auch wieder. Das konnte ich eben nämlich nicht anvisieren. Ach nee, das ist schon drin. Nee, okay, das war schon drin. Das hatte ich doch schon anvisiert. Okay, ich hatte aber hier rechts, glaube ich, doch irgendwo noch was mit Ambrosia gesehen. War das nicht hier oben? Ah, das Tal des ewigen Frühlings. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören ein riesiger Baum, der in den Himmel reicht. Die Halle der Götter. Eros Palast. Oh, schön! Dann gab's ja doch noch ein Happy End für ihn. Und ein Palast, der Göttin der Schönheit höchstpersönlich gehört. Natürlich hat Aphrodite sich das erstklassige Grundstück mit dem besten Ausblick geschnappt. Solange sie vor neugierigen Blicken sicher ist, bin ich froh. Ja, hat doch auch was für sich. Aus dieser atemberaubenden Höhe bemerkte Phönix einen Schwarm Vögel, der sich am allerschönsten Apfelbaum labte. So atemberaubend wie meine Idee, Aphrodite mit Hephaistos zu verheiraten, damit die anderen Götter sich nicht mehr um sie streiten. Ja, der Blick von den Höhen des Olymps ist was Besonderes. Ich war seit Jahren nicht mehr dort. Solche Höhen erreichst du nie wieder. Also hör einfach auf zu betteln. Ah, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, wir waren nah dran, aber nicht nah genug. Ich würde mal behaupten, dass das wahrscheinlich... kann ich das hier wegmachen? Ja. Dass das wahrscheinlich dann die Insel ist, wo ich mal suchen sollte, wegen dem Zähmen. Jetzt sind wir natürlich ein ganzes Stück weit weg, aber wir können... Nee, Moment, Apfelbaum? Doch, da sind wir doch gerade, oder? Nee, wir sind hier bei der Aphrodite. Ach so. Ach so, das ist gar nicht der Teil gewesen. Den Apfelbaum müssen wir noch untersuchen. Ja, dann würde ich aber... Ja, ich würde aber trotzdem sagen, dass... da können wir auch nicht direkt schnell reisen. Ne? Nur wenn wir einmal drin waren. Weil ich jetzt gerade die Quest habe. Ich würde schon gerne erstmal nach hier gehen. Heißt mit anderen Worten, ich werde wieder zurückreisen nach hier und dann versuchen, darüber zu fliegen. Weil ich denke, dass es wahrscheinlich dann hier sein wird. Mir wurde gesagt, das ist so ein Inselstück, wo man Tiere zähmen kann.
Und das möchte ich wirklich unheimlich gerne ausprobieren. Das ist jetzt gerade mein Problem. Ich meine, da hinten hinfliegen können wir immer noch. Da oben drauf müssen wir ja nicht unbedingt. Oder sollen wir erstmal, Moment, ich guck mal eben. Dieser komische Apfelbaum, wo ist der denn? Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Den habe ich doch gerade eben noch gesehen. Hä? Apfelbäumchen. Da unten ist übrigens auch noch was, sehe ich gerade. Ach, das habe ich schon. Okay. Bin ich jetzt blind oder doof oder beides? Ich habe doch gerade noch einen riesigen Baum gesehen, als ich hier rüber geflogen bin. Aber jetzt ist das irgendwie alles so in den Hintergrund geraten, dass ich den Baum nicht mehr sehe. Der ist aber in der Richtung, ne? Ja, keine Ahnung, ich bin irgendwie blind. Ich stehe hier gerade sowas von auf dem Schlauch, aber da steht. Ach, das ist, glaube ich, da hinten, wo das so Wasser oder so ist. Kann das sein? Ja, dann würde ich sagen, 400 Meter, dann fliegen wir da mal kurz hin. Dass wir den erkundet haben. Vielleicht können wir dann ja auch mit Schnellreise dann dahin reisen. Das weiß ich natürlich nicht. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. Was ist das denn? Kann man das irgendwie da runterholen? Den kaputt machen? Oh, das fällt schon so runter, okay. Granatapfel. Ah, okay. Also das kann man auch von den Bäumen selber holen. Ich glaube, das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Wenn doch, dann tut es mir leid, weil es mir gerade schon wieder zum ersten Mal dann auffällt. Einsammeln? Ach so. Und sagt all euren Freunden Bescheid, dass ich hier bin, um ihnen zu dienen. Frische Äpfel. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst hier. Würde ich sogar liefern. Doch am selben Tag. Du bist doch nicht etwa Aphrodite? Doch, ja, bin ich. Was? Eine Ehre, dich kennenlernen zu dürfen. Phoenix, entschuldige, ich bewundere dich so. Du bist das Herzstück der epischsten Liebesgeschichten aller Zeiten. Zugegeben, ein Baum hätte ich nicht erwartet. Aber auch so bist du einfach baumhaft schön. Ach, das ist lieb von dir. Aber der einzige Spiegel, in dem ich mich sehen will, ist das freudige Lächeln der Geschöpfe, denen ich helfe. Wenn ich doch nur alle aufsuchen könnte, die mich brauchen. Aber, ach, meine Wurzeln halten mich hier. Also deshalb hat Typhon dir das angetan. Damit deine Schönheit nicht Schiffe bewegen oder Mut bringen kann. Im Krieg gegen ihn. Ich? Einen Krieg anzetteln? Puh, wie kommst du auf solche Ideen? Wahre Schönheit spiegelt sich in guten Taten. Wahre Liebe bedeutet, sein Leben anderen zu widmen. Dafür sollte der Name Aphrodite schon immer gestanden haben. Hat sie das wirklich gerade gesagt? Es ist mein neues Ich. Meine alte Essenz ist in ein Gewölbe verbannt, von meiner größten Wurzel verdeckt. So ist es am besten. Vielleicht könnte ich dir deine Essenz zurückholen. Ich werde Verbündete brauchen gegen Typhon. Wir müssen an die Hungernden denken. Du sagtest, du musst dich von deinen Wurzeln befreien, um die Hungernden zu füttern, versteht sich. Ich war früher eine schlechte Bäuerin. Ich weiß also, was Pflanzen schadet. Salz. Dadurch verschrumpeln sie. Oh, würde das gehen? Aber meine Wurzeln sind keine gewöhnlichen Wurzeln. Sie sind göttlich, mächtig. Also brauchen wir mythisches Salzwasser? Oh, oh, das ist die Prophezeiung. Perle der Sturmsee. Du warst eine Perle, geboren aus stürmischer See. Der salzige Meeresschaum deiner Geburt. Ja, was für ein kluger Vorschlag. Aber ich kann einer Fremden nicht die Umstände machen, meine Geburt neu zu inszenieren.
Und wenn ich um die Umstände bitten würde? Wenn jemand um Umstände bittet, dann wären das unter diesen Umständen gar keine Umstände. Also, so lässt man an meinem Geburtsort Meeresschaum entstehen. Das weiß ich alles schon. Mama hat diese Geschichte geliebt. Opa Uranus hat eine Perle ins Meer geworfen, das Meer schäumte und Aphrodite entstieg daraus. Eine Perle? Opa? Ich bin nicht sicher, dass das so... Genau so geht die Geschichte. Klar, ich bin ganz sicher, dass das so war. Verstehe. Eine Perle mit Schwung ins Meer werfen. Das klingt machbar. Oh, ich danke dir, Phoenix. Dann kann ich in 0, nichts frische Äpfel an Bedürftige der gesamten Goldinsel verteilen. Plötzlich fiel Phoenix eine majestätische Kreatur ins Auge. Doch um das schöne Wesen zu zähmen, müsste Phoenix sich erst mit ihm anfreunden. Warum flüsterst du denn? Ich will das Pferd nicht verscheuchen. Was für ein Pferd? Was hast du genommen? Kann ich auch was haben? Das ist merkwürdiger als damals mit Demeter, als sie den einen in eine Eidechse verwandelt hat. Aphrodite, nett und nahbar. War das nicht auch dein Ziel, als du sie gegen ihren Willen mit Hephaistos verheiratet hast? Hey, also ich meine, das war ja nun wirklich zu ihrem Besten. Also ein Pferd sehe ich jetzt hier leider nirgendwo, aber da hinten, aber das ist keine Perle, ne? Das ist nur was zum Einsammeln, Mist. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass es eine Perle war. So. Da ist noch mehr. Oh, da können wir die Granatäpfel ja richtig gut... Ja, einmal reicht. Das ist super, weil da braucht man natürlich jede Menge von. Das ist aber eine schöne Ecke, wo man die farmen kann, anscheinend. So. Das sind beide Bäume. Jetzt gerade nichts gesehen. Wo war das? Da oben. Das sammeln wir natürlich auch ein, weil das ist ja doch ziemlich rar. So. Ach so, da müssen wir hin. Rolle die Perle zum Meer. Ja, da hinten. Okay. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil dann kommen wir natürlich immer weiter von unserem eigentlichen Ziel wieder weg. Aber okay, ich wusste jetzt auch nicht, dass jetzt... Ja gut, eigentlich wusste ich es schon, weil wir sind ja den Quests am Folgen. Also ist es irgendwie logisch, dass hier die Quest weitergeht. Ich sammle hier aber erstmal die ganzen Granatäpfel ein. Hier geblieben. Also normalerweise würde ich das jetzt alles nicht... Hallo? Hä? Den konnte man doch auch machen, oder nicht? Hm? Aber da ist noch einer drin hier. Zwei sogar. Haben wir den auch? Ja. Okay. Normalerweise würde ich das jetzt nicht alles mit aufnehmen, aber da das jetzt auf dem Weg ist, zu unserem Ziel und wir die Sachen natürlich brauchen. Hier haben wir auch noch was. Das ist der Baum hier, ne? Ich weiß nicht mehr wofür, aber ich weiß, dass es wichtig ist. Im Prinzip ist es wichtig, alles, was man so unterwegs findet, einzusammeln. Die Granatäpfel hatten auch irgendeine besondere Bedeutung, aber ich habe jetzt total vergessen, was jetzt wofür war. Und ja, ich merke mir sowas ehrlich gesagt eher weniger. Da ist noch eins, das machen wir noch schnell. Da hinten ist auch noch eins. Oh Gott, oh Gott. Also das hier, muss ich sagen, ist wirklich eine sehr, sehr gute Ecke, um die Sachen einzusammeln. Ach, da hinten ist schon wieder was. Ich möchte dann auch nicht dran vorbeigehen und die Sachen nicht einsammeln. So, es waren nur zwei, da waren noch mehr drin, meine ich doch. So.
Hinten den Baum mache ich jetzt nicht, weil das ist in die falsche Richtung. Aber hier vorne kommen wir ja noch dran vorbei. Da war doch noch einer, ne? Ja. Was war denn das gerade für ein Geräusch? So, 200. 200, da kann ich einen Trank machen, oder wie? Hä? Oh, das ist nicht gut, wenn hier oben Felsen liegt. Das heißt für gewöhnlich, dass hier irgendwas Böses ist. Ich sehe allerdings gerade nichts. Die sammeln wir natürlich auch ein. Die brauchen wir auf jeden Fall. Also die brauchen wir für Tränke, das weiß ich noch definitiv. Nur für welche Tränke kann ich zum Beispiel jetzt auch nicht sagen. Gut, wir müssen da hoch. Ist natürlich immer so eine Sache, wenn wir uns direkt an den Weg halten. Da müssen wir hin. Was ist das denn hier mit dem... Da oben ist doch was. Kann man denn hier auch Tränke herstellen? Das sieht so aus, ne? Oh. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ah, war doch nicht, weil ich aus Versehen die falsche Taste gedrückt habe. Okay. Oh, was ist das? Ein Zyklop? Benutzen. Ah, man kann es wirklich in der Welt machen. Das ist ja cool. Okay, aber ich habe jetzt nichts, um das herzustellen. Ich glaube... Nee, aber da haben wir doch gerade so viele von eingesammelt hier. 7 Stück brauchen wir davon. Aber die haben wir doch gerade alle eingesammelt. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hm. Also um die Gegend hier ein bisschen zu erkunden, lasse ich euch jetzt noch mit... ja, online sozusagen. Oh, nehme ich euch noch mit. Wäre der gar nicht auf mich losgegangen vielleicht? Der geht gerade gar nicht auf mich los. Sind die hier vielleicht friedlich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder es war jetzt nur Zufall, dass er mich jetzt nicht angegriffen hat, der andere. Hm. Wäre natürlich schön, wenn die Welt hier friedlich wäre. Man, oh. Was ist das? Das sieht mir hier so böse aus. Und ich habe hier schon wieder überall Felsen. Das ist für mich persönlich immer so ein bisschen negativ behaftet, weil ich denke, dass dann vermutlich... Oh ja, oh. Ich meine, mit denen hatte ich ein bisschen Probleme, oder? Ich werde mal abspeichern. Ich weiß nämlich nicht, wo wir sonst auskommen. Okay. Kann ich hier mit dem Baum noch was machen? Das könnte ich noch kurz machen. So. Hm. Kein gutes Zeichen. Da habe ich noch einen größeren Stein. Nein! Jetzt haut der ab. Ist das dein Ernst? Ach. Übrigens, so einen hatte ich, glaube ich, doch noch nicht. Oh, scheiße. Uranus hat die Kyklopen mit den anderen Titanen zusammen weggesperrt? Ja, aus Angst, dass sie ihn stürzen. Es gab da eine Prophezeiung. Langweilig. Opa hat alles richtig gemacht. Er konnte nicht beide Augen zudrücken. Verstanden? Aphrodites Geburt ist eine grausame Geschichte. Da ist nichts Grausames dran. Opa Uranus und mein Versagervater Kronos haben gekämpft, dass sich der Himmel von der Erde abtrennte. Okay. Ich habe mich übrigens vertan, glaube ich. Also ich hatte noch nicht gegen Zyklopen gekämpft, sondern ich hatte gegen
Taurusse gekämpft. Das war ja nicht alles, was abgetrennt wurde. Bei seinem Angriff schlug Kronos Uranos. Als die Erde vom Himmel abgetrennt wurde, gab es ein großes Erdbeben. Und eine Perle ist aus ihrer Muschel gefallen. Moment, es gab kein... Die Perle flog aus der Muschel an Land. Uranos fing sie und schmetterte sie ins Meer mit so gewaltiger Kraft, dass ein sämiger Schaum aufstieg. Muss ich das auch machen mit so viel Gewalt, dass der Schaum aufsteigt? So geht's ein bisschen schneller. Oder oben ist ein Bär, aber ich glaube nicht, dass der runterkommt, oder? Ist das vielleicht der von eben? Ja. Oh, da hinten ist wieder was. Oh. Okay. Fällt das auf, dass ich hier bin? Nö, ne? Okay, also da hinten haben wir zwei, da haben wir... Gut. Der sieht mich doch jetzt, oder? Ey, lass meine Perle in Ruhe. Ups, falsche Taste. Okay. Wo ist die? Nein. Wie geil. Okay, aber ich muss sie noch weiterrollen, ne, so wie es aussieht. Okay. Moment, was ist das denn jetzt? Hä? Ach, Granatäpfel. Habe ich die jetzt von dem Baum runtergeholt? Okay. Na gut. Ich denke mal nicht, dass der Bär jetzt hier runtergesprungen kommt, oder? Was ist denn das Meer? 300 Meter, ach du Schande. Und ich sag noch schön, ich gehe da mal eben mit euch dahin. Könnte dann mal eben was machen. Ja, was ich eigentlich schon ziemlich schnell gelernt habe, ist, dass mal eben in diesem Spiel nicht wirklich ist. Komm, roll. Oh, was ist jetzt los? Reicht das schon? Das sieht so aus, ne? Die Frage ist nur, das Meer ist mehr so Richtung rechts, so wie es aussieht. Hui! So. Nein. Och, mach schon. Geht doch. So, ist hier unten noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ja, komm, lass los. So. Okay, dann weiter mit der Kugel. Aber da muss ich jetzt noch ein Rätsel lösen. Ach so, ein Bogenschützen-Rätsel. Okay. Einmal und zweimal. Ach so, da oben ist noch einer.
dreimal. Perfekt. Gut, so schwer war das Rätsel jetzt nicht. Ich hoffe, ich meine gut, 100, 135 Meter gleich. Ich hoffe mal, dass das dann wirklich da unten das Meer ist, wo wir hin müssen. Ist ja doch schon ein ganz schön langer Weg hier, bis wir erstmal unten sind. So, zack, komm, roll, roll. Bing. Reicht das? Ne? Sammle den göttlichen Meeresschaum ein. Ach so. Passiert denn da unten jetzt noch irgendwas? Ich hoffe nicht. Da unten muss ich hin. Okay. Aus dem Meeresschaum entstieg Aphrodite. Wohlgewachsen und schön wie diese Perle. Ich halte das nicht mehr aus. Zeus, Gaia hat dich angelogen, was Aphrodites Geburt angeht. Ach ja? Dann erzähl mir doch, wie es wirklich war. Kronos, gekämpft. Das ist nicht dein Ernst. Das ist ins Meer gefallen. Das... Kronos, ihn abgetrennt. Was? Du bist krank, Prometheus. Ich höre dir nicht mehr zu. Nun war der Meeresschaum erlangt. Phönix kehrte zu Aphrodite zurück, mit dem Schlüssel zu ihrer Freiheit und dem Gewölbe. Ja, nicht ganz. Ich wollte mir vorher noch was holen. So, den wollte ich mir noch holen, ja. Nein, bleib hier, bleib hier. Ah, okay. Ach nee, jetzt ist da unten noch was. Ja, toll. Okay, das nehmen wir noch schnell mit. Und dann hoffe ich mal, dass wir schnell reisen können zu Aphrodite. Teil des ewigen Frühlings. Oh nee, wir können nicht schnell reisen. Ist das euer Ernst? Ach, na gut. Also ich werde mich dann jetzt mal irgendwie wieder auf den Weg zurück machen und werde euch dann gleich wieder dazu holen, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. Fühlst du dich etwas benommen und benebelt? Vielleicht hättest du diesen zweifelhaft gefärbten Granatapfel nicht essen sollen. Hä? Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber du bist tot. Das ist die Unterwelt. Ende Gelände. Reingelegt. Ha! Die Mäuren haben sich eingemischt und du bist jetzt in meinem Geheimversteck. Doch hier sollte es etwas geben, das du nützlich finden wirst. Viel Spaß! Okay. Eigentlich habe ich ja jetzt nichts gemacht, außer nochmal zurück zur Halle zu porten. Aha. Füllt bei Treffer mit Combo-Abschluss 5% eines Gesundheitsfelds auf. Dann werde ich das aber trotzdem, glaube ich, drin lassen erstmal. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Eigentlich wollte ich ja nur kurz zurückporten. So, jetzt bin ich wieder oben. Wie komme ich da jetzt wieder hin? Darum. Dann fliege ich da nämlich nochmal schnell hin. So als Abschluss. Also, so wie es aussieht, die normalen Bären sind wirklich ganz harmlos. Nur diese roten sind meine Gegner. Nehme ich mal an, dann hätte ich den einen Bären gar nicht töten müssen. Sauerei. Okay. Ja, ich werde jetzt noch das letzte Stückchen bis zu dem Baum irgendwie rüberlaufen. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn Aphrodite mir eventuell etwas sagt. Ich probiere das mal kurz aus. Hallo. Nö, ich kann den angreifen, aber ich muss es nicht. Irgendwas höre ich aber doch gerade. Okay, ja, ich muss da ein bisschen mehr machen.
Dann würde ich sagen, dann machen wir das auf jeden Fall beim nächsten Mal, weil zu lange will ich mich jetzt hier auch nicht aufhalten. Ich möchte nur... Na, mein alter Bär. Nein! Was hat ihn jetzt gemacht? Ich wollte doch nur hier diese doofen Pilze aufheben. Oh, du blöde Kuh. So, wir sind am Baum angekommen. Du bist zurück, du liebliches Wesen. Hast du den Meeresschaum? Na sicher. Ach, wie lieb von dir. Bitte, nimm meinen Segen als Danke für deine harte Arbeit. Okay. Nun schnell, gieß den Schaum auf meine Wurzeln. Je eher ich mich bewegen kann, desto schneller kommen die Äpfel an. Hat es geholfen? Als ich dem Schaum entstieg, war ich so liebreizend. Nein, es gibt zu viele kuschelige Wesen, die meine Hilfe brauchen. Ich kann nachts kaum schlafen, wenn ich an ihre süßen Äuglein denke. Und diese Näschen... Diese süßen, kleinen Stupsnasen. Ach du Scheiße. Sind da jetzt mehrere von, oder was? Scheiße. Ja, weich doch mal aus, Mädel. Weichen, ausweichen. Wieso weicht die nicht aus? Du Scheiße! Oh Gott! Oh, komm schon. Hä? Was war das denn? Ein Geisterversteck entdeckt? Was war das gerade? Typhon scheint dich nicht zu mögen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum. Immer wenn sich jemand ihm entgegenstellt, sendet er einen seiner Geister. Die wiederum delegieren ihre Arbeit dann immer gerne an Schatten. Also war dieser Krieger gerade nicht wirklich Achilleus? Liebe Güte, nein. Der echte Achilleus hat viel mehr Schneid. Ach, wem sagst du das? Er versteckt sich in der Nähe in einer Höhle. Ehe er besiegt ist, werden weitere seiner Schatten in diesem Teil der Insel auftauchen. Gibt es denn nie gute Neuigkeiten? Nun, der Meeresschaum hat gewirkt und ich kann meine Wurzeln bewegen. Eine von ihnen hatte Achilleus Höhle versperrt. Bei den anderen drei Geistern kann ich dir allerdings nicht helfen. Herakles, Atalante und Odysseus. Man sagt ja, aller schlechten Dinge sind vier. Niemand sagt das. Niemand sagt das. Hartes Publikum. Was ist mit der Wurzel, die deine Essenz verschlossen hält? Ein paar Leute, die mir wichtig sind, wurden in Stein verwandelt. Und deswegen... Nee. Nein. Aus irgendeinem Grund ist diese Wurzel immer noch unbeweglich. Danke für deine Anteilnahme, aber... Was aber gut ist, ich kann jetzt Äpfel verteilen. Ich werde alle Tiere in 0, nichts gefüttert haben. Lieber früher als später. Danke für deine liebe Hilfe. Dir auch alles Gute. Aber ich... Das war seltsam. Ich kann nicht mehr tatenlos zusehen, beziehungsweise eifrig planen.
Du musst Aphrodite zu ihrem alten, schönen und frechen Selbst zurückverhelfen. Sonst dreh ich durch. Bei den Göttern, wo kommst du denn her? Von hinter dir? Ist das wichtig? Scher dich nicht um mich. Scher dich lieber darum, diese Wurzel wegzuschrumpeln. Und wie? Mit salzigerem, noch mythischerem Wasser? Oder warte mal. Was ist mit Aphrodites Tränen? Hat sie nicht über Adonis Tod geweint? Die sind sicher salzig. Und mächtig. Du kennst dich ja richtig gut aus. Ihre Tränen könnten helfen, wenn du sie direkt auf die Wurzel tröpfelst, die den Weg zu ihrer Essenz versperrt. Aber wo hat Typhon sie versteckt? Du solltest die Gewölbe des Tartaros hier in der Nähe durchsuchen. Es gibt 3 Kristalltränen. Gut, dann haben wir einen Plan. Bitte beeil dich. Ehe Aphrodite wieder zu sich gefunden hat, habe ich niemanden, um über deine Klamotten zu lästern. Was stimmt denn nicht mit dem, was ich an... Und weg ist er. Ja, so kennen wir ihn und so lieben wir ihn nicht gerade. Ja, wir haben eine neue Quest erhalten. Fersengeld. Ich würde mal kurz hier oben schauen, aber ich glaube nicht, dass die irgendwas hinterlassen hat. Nein, natürlich hat sie das nicht. Segen. Segen sind Vorteile, die du erhältst, wenn du die Gunst der Götter gewinnst. Drücke, um das Menü zu öffnen. Und es dir auf der Seite anzusehen. Nein. Och. Mann, das ist aber das, was der mir immer wieder anzeigt. Ich muss trotzdem die andere Taste drücken. Mann. So. Inventar. Fähigkeiten. Segen. Ah. Okay, füllt alle Gesundheitsfelder wieder auf, wenn die Gesundheit im Kampf verbraucht wird. 20 Minuten Abklingzeit. Das heißt, ja, so quasi einmal kriege ich ein Leben dazu geschenkt, sozusagen. So verstehe ich das jetzt hier. Okay. 4 Götter haben wir, überall können wir dann Segen bekommen. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, dass ich hier dann erstmal einen kleinen Cut mache. Da das Ganze jetzt tatsächlich so lange geworden ist, werde ich auf jeden Fall 2 Folgen daraus schneiden. Und sie guckt jetzt auch gerade schon in so eine schöne Richtung. Wir werden dann nämlich in der nächsten Folge das machen, was ich jetzt schon mehrfach angedroht hatte. Ich werde mal hier unten schauen, ob das eventuell ein guter Punkt ist, wo man... ein Tier zähmen kann. Vielleicht ist es auch hier, aber das sieht mir jetzt weniger nach, obwohl hier ist auch nochmal eine Insel. Vielleicht könnte es auch hier sein. Also mir wurde gesagt, ich sollte nach Inseln Ausschau halten und da kann ich Tiere zähmen. Hier, glaube ich, sind wir ja schon gewesen. Dementsprechend denke ich mal, dass es da jetzt nicht war. Da müssen wir dann Tränen in den Gewölben finden. Okay. Gut, wir wollten dann auch, wenn wir das Ganze unten gemacht haben, also falls da unten was ist, wenn wir es nicht finden, dann ja, war es halt eine Nullnummer, wollten wir uns auch dieser einen Quest hier oben mal widmen, Blitz aus blauem Himmel, weil die ist ja vorher schon gekommen. Was ist denn das hier noch für eine Quest? Achso, das ist Fersengeld. Nee, besiege Achilles, den will ich jetzt nicht unbedingt besiegen. Ich will eigentlich nur zu der Quest hier oben hin erstmal. Und das hier, erforsche die Auswirkungen von Typhons Raserei. Oh Gott, da ist noch so einiges zu tun in dieser Welt. Das, ja, ist aber auf jeden Fall interessant. Wir sehen Adamantscherben. Ja, das mache ich dann auch noch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir versuchen, Tiere zu zähmen. Beziehungsweise erstmal gucken, ob wir die überhaupt da finden. Bis zur nächsten Folge. Ciao!